Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab Simulator. Willkommen im neuen Restaurant. Ja, letzte Runde, alles eingerichtet gehabt, das heißt heute machen wir uns an die neuen Gerichte. Gerade geguckt, was ich alles brauche für den neuen Gourmet. Das sind ganz einfach hier zu sehen Hot Dogs, Burger, Zitronen-Knoblauchspieße. Das heißt, die drei Sachen mache ich heute plus den Leberspieß, ist auch noch mal was Neues. Habe ich auch bis jetzt noch gar nicht gemacht. Die bereite ich heute alle zu. Das heißt, wir gehen erstmal einkaufen und ich gucke, was ich brauche. Hier steht aber schon eine extrem große Schlange. 40 bis 50 Leute kommen, krass. Mal gucken, wir brauchen Chili-Pfeffer, habe ich gesehen. Schwarzen Pfeffer sollte ich noch haben. Einmal Butter. Da nehme ich noch mal mit. Mehl nehme ich mal zwei mit. Hefe nehme ich zwei mit. Das heißt, ich nehme mir auch noch mal Butter mit, damit ich möglichst mehrere Portionen machen kann. Das sind so die Hot Dogs. Ich nehme auch mal noch ein bisschen Kohle mit. Dann gehe ich jetzt erstmal hier zum Metzger. Wir brauchen auf jeden Fall für die Hot Dogs natürlich Wurst. Ich hole mal vier. Ich weiß ja nicht, wie viel ich da rauskriege. Wir brauchen auf jeden Fall Leber. Hole ich mal zwei. Schwanzfett zwei. Ribeye holen wir. Hähnchenbrust hole ich. Jetzt brauche ich nur noch Gemüse. Davon aber reichlich. Ich werde einfach von allem ein bisschen was mitnehmen. So von jedem vier Stück. Also Aubergine werde ich nicht brauchen. Grüne Chili brauche ich. Zitrone nehme ich mal zwei mit. Tomaten nehme ich vier mit. Petersilie hatte ich auch aufgebraucht. Erdbeeren brauche ich jetzt an sich noch nicht. Außer ich mache dann Kuchen. Nehme also auch noch mit. Das heißt, ich packe alles aus. So, es wird eine Weile dauern. Weil es ordentlich viel ist, was ich eingekauft habe. Ich habe von allem etwas dabei. So, ich habe alles ausgepackt. Das heißt, jetzt können wir loslegen mit den Hot Dogs. Fange ich hier mal an, den Teig zu machen. Dafür drei Eier. Ja, ich hätte die Packung mit drüber nehmen können, aber nicht so wild. Mehl rein, Hefe rein, Butter rein. Und das hefte ich mir mal an. Dann können wir gleich mal gucken. Mischen mit Knetmaschine. Los geht's. Und dann können wir diesen Hotdog-Teig schon mal draus machen. Hotdog-Brötchen. Da müssen wir die auf dem Backblech packen, okay? Da kommen gar nicht mal so viele raus. Gerade mal vier Stück. Da muss ich das Ganze nochmal machen. Jetzt nehme ich die Eier mit rüber. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Weil mit vier Stück, da komme ich nicht lange hin. Da sollte ich zumindest schon mal noch eine extra Portion machen. Hefe brauche ich noch, so. Da muss ich wahrscheinlich dann nochmal nachkaufen, aber ich wusste ja nicht, wie viel ich jetzt brauche. So, Mehl wieder rein. Butter rein. Eier wieder weg. Anmachen. Da habe ich dann hier zumindest schon mal 8 Stück. Und die sollen jetzt in den Ofen. Hier warte ich aber tatsächlich, bis die fertig sind. So, jetzt sind alle fertig. Schön dampfend Hotdogbrötchen. Das heißt aber, ich brauche noch 4 Würstchen. Alle beisammen und jetzt kann ich die mal klein schneiden. Dass wir dann schöne Pommes haben für unser Hotdog. Und währenddessen kann ich hier schon mal Ketchup und Mayo verteilen. So, die erste Ladung Pommes ist fertig. Ja, damit. Zack. So, die ganzen Würstchen. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal die Kohle rein. Da geht doch bestimmt mehr rein, oder? Nö. Auch nur einmal. Jetzt wird der Megagrill zum ersten Mal benutzt. Mit der Sicht ist es gar nicht mal so gut, weil das irgendwie so von der Höhe nicht so hinhaut. Wenn ich hier dran bin,
Sehe ich gar nichts. Muss ich die wenden? Nö, sieht nicht so aus. Dann kann ich jetzt ganz entspannt Braten runternehmen, in die Brötchen packen und dann sind die Hotdogs schon fertig. Das ist gar nicht schlecht. Ich meine, wo habt ihr denn schon mal einen Hotdog gekriegt, wo die Leute das Brot sogar selber machen? Das gibt es fast gar nicht. Das ist immer nur so fertiges. Wobei ich glaube, hier hätte es mehr Sinn gemacht, wenn man den Ketchup zumindest auf das Brötchen drauf macht, auf die Wurst. Aber naja. Hotdog. Ich habe kein Gewürz auf die Würstchen gemacht. Kann ich das nachträglich machen? Erstes Gericht fertig. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um das nächste. Lass mich mal gucken. Ich glaube, wir machen die Leberspieße als nächstes. So, wir beginnen mit Chili-Pfeffer auf die Leber drauf. Also ich bin gar kein Freund von Leber. Ich mag den Geschmack einfach nicht. Der ist irgendwie so streng. Aber wenn die Leute das mögen, es gibt viele, die mögen das. So, wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Jetzt nehmen wir uns einen Spieß. Das und das. Zack. Okay, dann hole ich nochmal ein bisschen Leber, ein bisschen Schwanzfett. Dass ich hier auch mehrere Portionen machen kann. Alles klein machen. Und dann habe ich 4 Spieße schon mal am Start. Das sind 16 Portionen, das sollte doch reichen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Spieße. Kann ich das hier schon mal verteilen? Habe ich hier noch einen übrig gehabt? Nehmen wir den. Packe ich die Spieße erstmal wieder drauf, dass ich weiß, wo die sind. Und so wie man es kennt, mache ich jedes Gemüse wahrscheinlich einzeln. Und mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz. Da kann ich auch mehr drauf packen. Es passt sogar alles drauf rein theoretisch. Perfekt. Alles mit einmal drauf gekriegt. Tomate fertig. Tomate fertig. Zack. Oh, das hat keiner gesehen. Tomaten klein schneiden. Dann nur noch die Zwiebeln und dann habe ich auch schon die Leberspieße fertig. Die brauche ich nicht für den Gourmet, aber ich wollte jetzt einfach nochmal ein neues Gericht mit reinpacken. Was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Dann packe ich erstmal alles hier rein. Mache dann gleich mit der Mikrowelle weiter. Und dann mache ich daraus Burgerbrötchen und kann dann geile Burger machen. So, Rezepte. Wir gehen auf die Hamburger, machen die ran. Mehl, Hefe, 3 Eier, Butter. Mehl, Hefe, Butter, 3 Eier. Zack. Genau das gleiche wie vorher. Die kommen wahrscheinlich dann auch wieder in den Backofen rein. Mach Hamburger Brötchen. Zack. Haut hin. Sind wieder 4 Stück. Das heißt, das Ganze nochmal. Hefe, Mehl, Butter und 3 Eier.
Die kann ich wieder rüberstellen. Und da kann ich dann mit dem Ribeye mir schöne Burger-Patties machen. Also wir machen hier an. Ich mache erstmal zwei klein. Mal gucken, wie weit ich komme. Geht das nochmal? Ne, geht nur einmal. Ich habe doch noch eine einzelne Ribeye-Scheibe hier drüben. Schneidezwiebel, Fleisch in Fleischwürfel zerkleinern, Ribeye-Scheibe. Da muss ich meine Schüssel rüber tun. Zack. Zwiebelscheiben rein. Ja, wie lange braucht ihr noch? Bestimmt nicht mehr lange. Ich bleib mal kurz hier stehen. Sieht doch gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt machen wir noch Salz ran. Dreimal Salz, dreimal schwarzer Pfeffer. Und dann nehmen wir Hamburger Patty raus. Das klingt gut. Der Grill ist wahrscheinlich wieder ausgegangen, ja. Zack. Wieder rein. Du kommst erstmal wieder zurück. Machen wir das Ganze nochmal. Schwarzer Pfeffer ran. Und dann haben wir unsere 8 Burger Patties zu unseren 8 Brötchen. Jetzt muss ich nur noch Kartoffeln wiederholen. 8 Mal. Weil ich wieder keine Pommes mehr habe. Ja, aber so selbst Pommes machen ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Wenn man weiß, wie es geht. So, Pommes rein und dann kann ich schon mal wieder 8 Teller vorbereiten. Zack. Anmachen. Und die üblichen 8 Teller. So, 2. Ladung Pommes rein. Wir gucken mal. So. Also, Hamburger Patty nehmen, jede Seite grillen, schneide Hamburger Brötchen. Muss ich also noch schneiden, okay. Auf Teller übertragen. Bottom, Top und Patty. Pommes machen. Ketchup, Mayonnaise. Fertig. Okay. Das kriege ich doch hin. Überall Ketchup Mayo drauf, sehr schön. Dann muss ich nur noch die Brötchen schneiden. Mal gucken, wie das so aussieht. Okay. Ich glaube, die schneide ich zum Schluss. Wenn ich jetzt hier die Burger Patties fertig gebraten habe. Die Spieße fliegen immer so kacke rum, wenn ich voll mache. Einer ist schon wieder verschwunden. Na, ich mach an. Dann werden hier die geilen Patties gebraten. Und dann bin ich schon bereit für den Burger. Holy shit. Da geht aber ganz schön die Flamme hoch. Wir drehen um. Ja, diesmal war ich nicht schnell genug, um alle drauf zu packen. Aber halb so wild. Dann gibt es eben eine 2. Runde. Fertig mit meinen Hackfleischbrötchen. So, schneide ich hier auf. Man muss den Deckel immer abnehmen, das ist ein bisschen nervig. Dass man das nicht einfach reinstecken kann. Zack, zack. Deckel drauf. Ende. Brötchen drauf. Der eine sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber ist egal. Und das sind 8 Portionen. Fertig. Wunderbar. Kommst du gleich wieder in der Mikrowelle?
Und dann werde ich die anderen einfach hier reinschieben. Fertig. Sehr gut. Fast komplett volle Punktzahl. So wollte ich das sehen. Zwiebeln? Aber trotzdem 99% so. So, da habe ich doch heute einiges geschafft. Burger sind da, Hotdog ist da, Leberspieße sind da. Fürs nächste Mal Zitronenspieße, Herzkekse und neue Suppe brauche ich alles noch. Das Video war sonst zu lang, deswegen belassen wir es heute dabei. Über ein Like, ein Abo würde ich mich freuen. Ihr wisst es, schaut doch gerne bei den anderen Kebab-Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.